Schon mit seinem Erscheinen im Jahr 1955 war klar, der Thunderbird trifft den amerikanischen Geschmack. Zu verdanken hat Autobauer Ford den Wagen den beiden Designern Frank Hershey und William P. Boyer. Die beiden schafften die gelungene Kombination von Sportwagen Roadster und komfortablem Boulevardcruiser. Der hier gezeigte Oldtimer ist ein Exemplar aus dem dritten Baujahr in der Originalfarbe Sunset Coral. Angetreten war der Ford Thunderbird 1955 als Konkurrent zum europäischen Jaguar XK140 und zur Corvette von Chevrolet, die bereits seit 2 Jahren auf dem Markt war. Der T-Bird verkaufte sich im ersten Jahr auf Anhieb 16.155 Mal. Das war im Vergleich zur Corvette, die wegen ihrer mageren Verkaufszahlen schon kurz vor der Absetzung war, ein beachtliches Ergebnis. Aber bei Ford war man noch nicht zufrieden und die Designer mussten zurück ans Zeichenbrett. Obwohl in jedem Jahr Veränderungen gemacht wurden, blieb man dem Fahrzeugkonzept treu und das Ergebnis für den Zweisitzer im letzten Modelljahr 1957 war einfach perfekt. Optisch gefiel den Käufern der größere Kühlergrill, das gestreckte Hinterteil mit den schmalen Heckflossen und der geschwungenen Stoßstange mit den beidseitigen Auspufföffnungen. Erkennen kann man einen 1957er auch am Schriftzug auf dem vorderen Kotflügel, an der massiven zweigeteilten kurvigen Stoßstange mit dem integrierten Stand- und Blinklichtern und dem Typenschild. Das Reserverad war jetzt hinten im Kofferraum. Der Preis lag bei $2.695, kam aber leicht über $3.800, wenn man alle Optionen bestellte. Eine der Optionen war das Hardtop mit dem seitlichen Bullauge, genannt Porthole, das beim Einparken sehr hilfreich war. Das Hardtop war gegenüber der Corvette und dem Jaguar, für die es zu dieser Zeit noch kein Hardtop gab, ein weiterer Pluspunkt. Zur Auswahl standen 1957 für den Thunderbird 3 verschiedene V8-Motoren. Standard waren 212 SAE PS, das E-Modell mit 2 Vierfachvergasern und 270 SAE PS und der seltene F Supercharged mit Kompressormotor und 300 SAE PS. Der 1957er T-Bird wurde insgesamt 23.160 Mal gebaut. Es war der erfolgreichste Jahrgang aller T-Birds und bis heute ist der 57er für viele Thunderbird-Fans das schönste Modell der ganzen Produktionszeit.